Aber das Ziel ist Playoffs und da wollen wir rein. Fans, die Mannschaft, die Office-Mitarbeiter, die Helfer, alle haben Bock, alle sind eine Einheit. War einer der Hauptthemen für mich, zu sprechen, wie besetzen wir die Trainerposition. Spiel ist kein gutes Spiel, das ist kein schöner Basketball an dem Tag. Also ehrlich gesagt hatte ich, glaube ich, bis zur Saisonabschlussfeier am Sonntag die Gelegenheit, mir zur Saison Gedanken zu machen. Habe auch die Abschlussfeier nochmal genutzt, um mir Gedanken zu machen, was so alles passiert ist. Hat uns die Serie schon sehr geholfen. Die hat uns aber auch einfach geholfen zu sehen, gegen das erste Spiel haben wir gut mitgehalten, hatten aber eben noch Verletzte. Und dann kommen die halt und bringen halt noch einen 12. Mann und einen 13. Mann. Und das ist, zeigt uns auch ganz klar, okay, wenn du so mithalten willst gegen so Teams und auch in den Playoffs eine Rolle spielen willst, brauchst du einen tieferen Kader. Das ist ein Weg, den wir angehen müssen. Und da geht es nicht um die Qualität, weil dass wir in der Qualitätsspitze mithalten können, haben wir in der ersten Halbzeit in Vechta gesehen, haben wir beim Heimspiel komplett gesehen. Aber die Breite und diese, wie das auch aufgebaut ist, das war schon lehrreich und war aber auch beeindruckend. Ich hatte das Glück, dass Dominik wirklich sehr früh sehr viel Vorstellungskraft hatte, was es braucht, um diesen Job gut zu machen. Er ist ja auch seit 1.6. schon da gewesen. Ich bin zum 1.7. erst vor Ort gewesen. Er hat sehr viel Grundlagenarbeit gemacht, aber klar konnte ich ein bisschen Erfahrung mit einbringen. Und wir haben gemeinsam das Konzept ganz gut entwickelt. Der große Oberbegriff über der Saison oder über der einen Saison war wirklich Mentalität. Und ähnlich muss man ja auch sagen, haben es die Jungs auf dem Feld ja auch gemacht. So ein Sieg gegen Gießen oder so ein zweifacher Overtime gegen Kirchheim und gegen Münster, das sind ja Mentalitätsdinger gewesen. Oder auch hinten raus Paderborn, das waren Mentalitätsspiele, auch Vechta, auch wenn du es verloren hast, aber das ist ein Mentalitätsspiel gewesen. Und ich glaube, der Oberbegriff ist wirklich Mentalität und Einstellung in diesem Jahr gewesen. Und das war, glaube ich, die größte Erkenntnis für uns, die uns jetzt sehr viel bringen wird für die Zukunft, dass wir in dem Team rausgefunden haben, dass wir das können. Egal, wie viel Ahnung wir davon vielleicht haben oder egal, was uns in den Weg gestellt wird, wir können das. Und das war so die wichtigste Erkenntnis. Du liegst was, 18, 16, 19 zurück. Spielst kein gutes Spiel. Das ist kein schöner Basketball an dem Tag so richtig gewesen. Aber wir haben uns da reingewühlt. Am Ende diese Szene, wo JJ diesen Dreier trifft, Brauner verschmeißt seinen Dreier und die ganze Mannschaft stürmt Richtung Haupttribüne, fällt übereinander her. Die ganze Halle eskaliert. In dem Moment hat man gemerkt, dass das, was wir da versucht haben zu kreieren, dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, die Fans, die Mannschaft, die Office-Mitarbeiter, die Helfer, alle haben Bock, alle sind eine Einheit. In dem Moment ist mir das extrem bewusst geworden, dass wir es geschafft haben. Man hat auch am Anfang der Saison gemerkt, es ist ja nicht gleich so, als wären 3000 Mann in die Halle gekommen. Oder als hätte jeder Sponsor bei jedem Spiel sofort gesagt, juhu, Phoenix ist wieder da. Sondern wir mussten es auch von Spiel zu Spiel, von Situation zu Situation oder auch Event zu Event, sei es ein Fantreffen, Fanforum oder sei es jetzt Sponsorenevents, mussten wir uns die Glaubwürdigkeit erarbeiten. Und das wurde auch zurückgespiegelt. Also ich glaube, die Fans, jeder von den Jungs hat, glaube ich, in seinem Interview dazu auch gesagt, die Fans haben eine Rolle gespielt. Und ich glaube, diese Halle, das habe ich vorher immer gehört, die Halle kann Spiele gewinnen. Ich weiß jetzt mittlerweile auch, was das heißt. Grundsätzlich ist es bei uns ganz, ganz klar so geregelt gewesen in diesem Jahr, dass das Scouting beim Coaching-Staff liegt und bei Chris liegt. Das Gleiche zum Beispiel auch, wenn es um die Kommunikation geht mit dem Ärzten, mit dem Medical-Staff. Wir haben dieses Jahr sehr viel Erfahrung mit dem Medical-Staff machen dürfen. An der Stelle muss ich mich, glaube ich, nochmal inständig bedanken, weil was dieses Jahr vom Medical-Staff geleistet wurde, war sensationell. Wir hatten ja nicht irgendwie mal eine Zerrung oder Dehnung, wir hatten ja irgendwie einfach nur richtig dumme Geschichten und das ist großartig gewesen in der Kommunikation, in der Umsetzung, in der Unterstützung, das war Wahnsinn. Aber das Medical Staff, so wie es jetzt auch ist, und das muss man auch mal ganz klar sagen, ist halt auch von Chris und seinem Team in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt worden, dass diese Bindung so da ist, ist halt auch von ihm komplett auf die Beine gestellt worden. Und, ja. Meine Aufgabe ist es halt frühzeitig auch Kaderetats zu kommunizieren, was können wir dafür ausgeben, in welchem Bereich bewegen wir uns. Meine Aufgabe ist es dann auch mit Agenten zu sprechen und die finalen Verhandlungen mit zu begleiten, mitzuführen, auch abzuschließen, Verträge zu erstellen. Das ist meine Aufgabe, aber das gesamte Konzeptionierungsthema liegt halt komplett beim Coach. Aber das Medical Staff, so wie es jetzt auch ist, und das muss man auch mal ganz klar sagen, ist halt auch von Chris und seinem Team in den letzten ein, zwei Jahren entwickelt worden, dass diese Bindung so da ist, ist halt auch von ihm komplett auf die Beine gestellt worden. Bevor wir jetzt aber sehr konkret geworden sind und bevor wir auch mit Spielern sehr konkret sprechen wollten, war einer der Hauptthemen für mich zu sprechen, wie besetzen wir die Trainerposition. Wir haben mit einer Bilanz von 19-15 die beste Saison seit, ich glaube, 13, 14, 15 Jahren von Phoenix Hagen gespielt. Deswegen war für mich eigentlich die Frage nicht im Raum, was machen wir mit der Position. Deswegen ist Chris jetzt auch zwei Jahre bestätigt und ich möchte mindestens die nächsten zwei Jahre auch mit ihm weiterarbeiten, weil dieser Weg, den wir eingeschlagen haben, jetzt auch nach Corona mit dieser neuen Energie ganz stark auch von ihm initiiert wurde und von ihm mitgestaltet wurde, gerade in Kommunikation, Medical Staff und Kommunikation, Spieler und so weiter. Und die Verlängerung, die wir jetzt schon haben, sind auch ein Zeichen dessen, dass die Spieler das sehen und dass die Spieler auch mit ihm weiterarbeiten wollen.
Und deswegen ist die Entscheidung definitiv so getroffen worden. Und seit wir das getroffen haben, arbeiten wir eben auch sehr, sehr intensiv an der Gestaltung dieses neuen Kaders. Ich glaube, was wir nie aufhören dürfen, ist, uns neu zu erfinden. Also wir haben jetzt dieses Jahr viel Kraft und Energie in die Saison gesteckt, um Strukturen zu entwickeln, auf dem Feld, abseits des Feldes, die Stimmung wieder zu kreieren, auch nach Corona. Also wir haben dieses Jahr ganz klar komplett alles neu denken müssen, neue Infrastruktur schaffen. Wir haben das Team im Office auch erweitert und mit Personen ergänzt. Von dem her haben wir ganz klar für uns gesagt, unser Fokus auch nächstes Jahr liegt zunächst nochmal darauf, diese Infrastruktur zu bestätigen, auch zu stärken weiter. Und dann wird das auch nicht passieren, dass wir einen großen Test kriegen. Weil die Frage muss man sich ja auch stellen, wir hatten nicht den großen Test, weil wir keine 3 Spiele hintereinander verloren haben. Oder haben wir keine 3 Spiele hintereinander verloren, weil wir den Test bestanden haben? Das muss man ja erstmal beantworten können. Das heißt, die Aufgabe von Chris und seinem Team wird sein, wieder Spieler zu finden, die diese Aufgabe bewältigen und eben keine 3 Spiele in Folge verlieren. Unsere Aufgabe muss es sein, wieder zu gucken, okay, jetzt haben wir gewisse Strukturen erschaffen, sind die immer noch gut, funktionieren die auch nächstes Jahr. Aber auf der anderen Seite ist es für uns ein ganz entscheidendes Thema. Wir feiern eine Sensationssaison, weil 2004 ist Phoenix Hagen gegründet worden. Das heißt, wir werden mit Auslaufen der Saison im Mai nächsten Jahres unser 20-jähriges Jubiläum feiern. Und das wird die ganze Saison über auch begleiten. Wir feiern die 20. Saison in der Geschichte von Phoenix Hagen. Das wird ein richtig schönes Thema. Wie gesagt, Spoiler, vielleicht haben wir uns auch 1, 2 kleine Sachen dazu überlegt, aber dazu mehr im Laufe der Saison. Das heißt, ich möchte nochmal in die Playoffs kommen, ich möchte das bestätigen, dass wir uns als Playoff-Team auch etablieren. Das ist das Ziel, was wir haben nächstes Jahr. Und je nachdem, wie das nächste Jahr läuft, danach können wir beurteilen, ob wir im Jahr darauf schon so weit sind, Top 6, Top 4 anzugreifen.